beide Mannschaften grüßen wir der Selbstständigen. Hey, ho, Jungs! Das habe ich gemerkt, aber kommt die Sache jetzt nicht. Kim. Jawohl! Jawohl! Ja, ein Punkt. Okay. Ja, Daniel, 1:1 heute hier gegen Storko. Letztes Wochenende habt ihr gewonnen in Zedenik. Wie beurteilst du das Spiel heute? Also, meiner Meinung nach hat das kein Sieger verdient oder siehst du das anders? Ja, das sehe ich genauso auf jeden Fall. Also ein Unentschieden ist schon gerecht. Storko hatte natürlich mehr Chancen. Wir haben uns teilweise ein bisschen glatt angestellt, aber jetzt war das Glück auch mal auf unserer Seite. 13 Spieltage lang nicht und da muss es auch mal irgendwann auf unserer Seite sein. Von daher geht dann 1:1 schon in Ordnung auf jeden Fall. Ja, in der Rückrunde ist das jetzt ja erst der vierte Punkt. Wenn man sich das Restprogramm so anguckt, im Vergleich zu Groß-Woltersdorf oder zu Kremmen 2, das sind ja die Konkurrenten gegen den Abstieg bei euch. Von der Papierform her sieht es leichter aus, aber wie siehst du eure Chancen? Ja, also ganz wichtig ist das Spiel nächste Woche gegen Groß-Woltersdorf. Direkter Konkurrent, ist zwar auswärts, aber das sollte jetzt nicht zur Sache beitragen. Da müssen wir uns zusammenreißen, da müssen wir genauso kämpfen wie die letzten beiden Spiele und dann bin ich da guter Dinge, dass es da auch erfolgreich wird für uns und wir da unten wieder rauskommen. Wie gesagt, auf dem Papier sieht es einfach aus, aber die müssen erstmal gespielt werden, die Spiele. Von daher erstmal abwarten. Aber ich bin da sehr guter Dinge. Also das Team fängt sich langsam wieder und jetzt geht's aufwärts. Alles klar. Bedanke ich mich für den Rest der Saison. Viel Erfolg. Alles klar. Dankeschön. Ja, Olli, 1:1 heute hier in Bärenklau. Wie ist deine Sicht auf das Spiel? Tja, ärgerlich jetzt 1:1. So, wie ich so gesagt, wir hatten noch zwei große Chancen gehabt zum Schluss. Eine durch Rami, Marius. Ist ärgerlich gelaufen, aber wir können eigentlich auch in einer anderen Sicht glücklich sein, dass das auch nicht nach hinten losgegangen ist. Das hätte sie auch alt rechnen können. Ja, du hast ja schon ein paar Spiele bei den Männern absolviert. Genau. Und ja, wie fühlst du dich jetzt in der Truppe? Super. Also die Mannschaft hat mir gut aufgenommen. Ich fühle mich zufrieden im Team, aber für eine Leistung kann noch steigern sein. Ja. Alles klar. Bedanke ich mich. Okay, dann ich auch. Dann tschüss. Na Philipp. 1:1 heute hier beim Tabellenletzten. Ich sag mal, aus meiner Sicht eine ganz schlechte
erste Halbzeit, eine bessere zweite. Ist das Remis jetzt zu wenig? Ja, natürlich. Also wenn man hier letzte Woche den Tabellenführer schlägt und heute zum Tabellenletzter Bernklau fährt, ist der Formalierplatz natürlich zu wenig, muss man ganz klar sagen. Wir haben aber auch 80% Ballbesitz gehabt und wir haben versucht. Die erste Halbzeit war nicht so doll, das ist schon richtig. Aber die zweite Halbzeit haben wir uns eigentlich gut gesteigert, viel Druck gemacht und auch meine Wenigkeit natürlich die ein oder andere gute Torchance leider liegen lassen heute. Sollte vielleicht nicht sein. Ehrlich, ja. Ja, wenn man Glück und Pech ins Spiel bringen kann, wir hätten das Spiel ja auch kurz vor dem Ende noch verlieren können. Beziehungsweise von Marius Wachholz eine große Chance noch auch gewinnen können. Ja, das stimmt allerdings, aber verlieren, ich denke, die waren überglücklich mit dem Punktgewinn heute, mehr wollten die auch nicht. Und das wäre noch zu viel des Judens, auch als Tabellenletzter hat man ja eigentlich auch nicht so viel Glück, wenn man da unten drin steht. Aber nee, geht schon in Ordnung am Ende. Haben sich voll rein, ja, und alte eben die anderen. Wir haben uns ein bisschen dämlich, muss man auch mal irgendwie sagen, wieder nicht so richtig Quentin Glück gehabt angestellt. Und so sieht dann so ein Spiel halt auch mal mit den letzten 1:1 aus. Ja, am nächsten Wochenende empfangen wir erneut einen Tabellenführer, also unseren Tabellenführer, diesmal Friedrichsthal. Hinspiel haben wir ganz knapp 2:1 verloren. Ja, wie wollen wir da rangehen? Ja, erstmal muss man ja wieder personell bei uns sehen, wer wie weit da ist, wer nicht. Heute hatten wir eigentlich relativ gute Kapelle, so auf 1-2 Spieler. Hat man auch natürlich gleich gemerkt, bin ich der Meinung, dass das also konstanter halt war, besser. Ja, wie immer in Friedrichsthal ran. Das ist eine gute Frage, das ist natürlich ein anderes Kaliber. Im Hinspiel haben wir ein Bombenspiel eigentlich da gemacht, da haben wir auch mit Jakob da zwei dicke Konter liegen lassen, wo wir das Spiel gewinnen hätten können. Diesmal ist er natürlich nicht bei, schade drum, aber ich denke, wir werden wieder spielen zu Hause, werden versuchen, da natürlich zu gewinnen, uns reinhauen. Dann werden wir mal sehen, was bei rauskommt. Alles klar, wünsche ich schon mal viel Erfolg, ne? Danke.